Liebe Videofreunde, bevor Sie sich das Videoprogramm Ihrer Wahl anschauen, bitten wir Sie einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Dieses Videoprogramm ist nicht für Kinder geeignet. So, hallo meine Fotzebärchen. Heute geht's in Zoo, ne? Da lang. Und wir machen aber erstmal Ping. Was erwartet uns heute? Da erwartet uns heute Star Wars. Star Wars Stände und keine Ahnung. Der Herr weiß viel, viel besser. Guck mal, da ist er schon wieder. Back again, the Incredible. Ja, der weiß viel besser, was da abgeht. Wir zeigen euch da gleich mal so ein paar Sachen. Es regnet etwas und Sonne ist nicht so gut. Aber Bier ist da und ja, Kamera wird nur ein bisschen nass. Scheiße. Wir melden uns, wenn wir da sind, ne? So, jetzt sind wir drin, ey. Das gibt's ja nicht. Das geht ja schon mal gut, ne? Jetzt da ist direkt erster Stand. Ich sehe auch schon Toys. Dann gehen wir da mal gucken, was wir da so finden. Und dann gehen wir auf die intergalaktische Star Wars Reise hier im Dortmunder Zoo. Mal gucken, was uns da wieder erwartet. So, war jetzt erst so ein Toy-Stand, ne? Aber war ja ein bisschen enttäuschend. Sehr enttäuschend. Da ist ja nicht so viel. Herr Dr. Auch, Toy Little, bitte ja. Nächstes Jahr ein bisschen mehr, ja? Weil wir haben ja auch alte Männer, die wollen Spielzeug haben. Und dann nicht so Sachen, die hier, Rostico für 10 Euro, hallo. Das bezahlen wir nicht. Wir wollten gestern noch niemals, ja doch. Sieben zwei, wollten wir. Ich hätte zwei gestern. Zwei hätte ich auch bezahlt, also ja. Aber sieben nicht, auch nicht. Nee, nee. Die Mandalorian Mercs, ne? Die beschäftigen sich nur mit Mandalorianer-Kostümen etc. pp. Und die haben ja jetzt richtig Hochkonjunktur, seit The Mandalorian läuft oder bald läuft auf Disney Plus. Geile Serie, kann ich auch sehr ans Herz legen, euch, dass ihr euch das mal anguckt. VPN regelt, sage ich dazu nur. So, hier habe ich den Chris, auch ein Mandalorianer, ganz frisch aus Mandalore hierher gekommen. Aber man muss ja gar nicht aus Mandalore kommen, ne? Das ist ja nur eine Einstellung, Mandalorianer. Richtig, ich komme von Rorak 12. So, und ihr macht ganz viel so Benefits-Sachen auch. Ich nicht. Er macht nur für Geld. Und sammelt hier heute auch Geld für irgendeine Aktion? Nee, Sammeldose selber haben wir nicht dabei. Wir unterstützen quasi rein durch unsere Teilnahme. Wenn man jetzt das Kostüm so anguckt oder eure Kostüme generell, da im Hintergrund haben wir auch noch ein hübsches Exemplar von euch. Ja. Wie viel Arbeit, also wenn du heute anfangen würdest, so ein Ding zu bauen, wann wärst du fertig? Genau. Ohne Pause, ohne irgendwas, wie viele Stunden? Genau, wenn ich Lacktrockenzeiten abzähle, wäre ich mittlerweile soweit, ich könnte dir das in 4 Tagen bauen. Aber dann auch ohne Pause? Dann ohne Pause. Ja. Ja. Habt ihr, seitdem die neue Serie läuft, auch sehr viele Anfragen bekommen? So, ey, bau mir sowas, ich brauch sowas. Ey, deutlich mehr, so geil. Weil also ich baue halt auch für andere und im Moment kann ich mich nicht beklagen. Also ich habe gut zu tun. Kostenpunkt, wenn man sowas haben möchte, falls sich jemand interessiert. Genau, also ich sag mal so ein Standard-Modern-Rüstung-Plattensatz, wie die meisten von uns tragen, fängt so bei 160 an, kompletter Satz, mit Trägerweste 50 Euro, Helm. Muss man gucken, wo man den herkriegt, liegt ja meistens bei 100 bis 300 Euro. Das ist aber gut. Ist überschaubar, also ein ordentliches Kostüm ist für 600 Euro gut zu realisieren. Komplett, mit allem drum und dran, Unteranzug, Stiefel, Waffen, alles. Das ist ein guter Preis. Ja. Also, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr euch an den Herrn wenden. Steht alles unten in der Beschreibung. Ja, schreibt den einfach an. Netter Dude. Bin da. Wir erinnern uns an das Video vom DSD, ne? Als er den Rattan versucht hat zusammenzubauen und fürchterlich geflucht hat. Ich blende hier mal kurze Szene ein. Ich habe jetzt schon wieder keinen Bock mehr, wird das Ding am liebsten vor der Wand pfeffern. Fucking Rattan, ne? Das kann man wohl doch zusammenbauen, wie man hier unschwer erkennen kann. Diese Modelle wurden ja auch zusammengesetzt, aber vielleicht wurden die auch geklebt. Man weiß es nicht. Ja, nicht nur Star Wars sieht man hier, auch Doctor Who Sachen. Hier so ein paar Daleks und Schweinemenschen und so weiter und so fort. Ganz viele schöne Masken, ein bisschen Ausstellungszeugs. Aber hier drin ist es echt warm, das ist so ein Tropenaffenhaus. Ich glaube, so lange bleibe ich hier nicht. Also schwitze ich mich ja kaputt hier. Ist auch immer wichtig, ne?
Preise. Ich glaube, Bier kriegt man hier gar nicht. Ich habe aber die Getränkekarte hier und alles abgefilmt. Könnt ihr ja selber sehen. Wichtig ist Bratwurst im Brötchen 2,50. Das geht in Ordnung. Das kann man mal machen. Aber machen wir weiter Ping hier, ne? Ich habe mein eigenes Bier mitgebracht. Aber wenn man hier Bier erwerben möchte, bezahlt man für eine Dose 2,50 Euro. Brinkhoffs Nummer 1. Hier. Ja, aber überleg mal. Capri-Sonne kostet 1 Euro. In der Disco zahlst du 4 Euro. Was, guck mal hier. Und hier haben wir auch einen Stargast am Start. Ja. Corporal Cruel. Wer hätte es gedacht, heute sind wir im Panalook. Pong. Ja, Pong, genau. Pong. Bist du eigentlich auch Star Wars-Fan? Nee, ne? Dr. Who dann oder was? Was? Ja. Wer? Nee, also nicht. Auf Englisch lustiger jetzt, ne? Das heißt auf wer heißt das? Ja, ja, natürlich. Für euch, für die Gorminister-Zuschauer. Hier von wegen Streichelzoo, den haben die heute zugemacht irgendwie. Ich wäre da voll gerne reingegangen, so ein bisschen Praise the Goat, aber nix Goat heute. Ziegen, die auf Männer starren. So, das, ja, Ziegen, die auf Männer starren. Die gucken alle in eine Richtung und man weiß aber auch nicht, was die gerade denken. Die planen bestimmt Weltherrschaft. Wir sind jetzt hier in der Lichtschwertschule. Hast du auch schon Lichtschwert trainiert? Nee, ne? Am eigenen Mann, ja, nein. Was machen die hier? Die zeigen halt den Kiddies halt so, den kleineren halt. Ein paar Moves halt, den sinnlos Wirbel zum Beispiel. Das ist ja einfach nur ein Move, der nichts bringt, aber sieht toll aus. Und dann kriegen die Kinder hinter eine Urkunde halt, weil sie da teilgenommen haben halt. Und dann sind sie sozusagen Jedi. Die werden halt von den Meistern ausgebildet. Unter anderem unterstützen die aber auch hier Cosplay gegen Mobbing halt, weil da ist wohl mittlerweile auch so, dass Cosplayer sich da untereinander in den Köpfen haben. Aber das kennt man ja aus dem Hip-Hop-Graffiti ganz oft. Und die setzen sich halt für viele karikative Zwecke halt auch ein. So, jetzt haben wir hier Ralf und Verena von der Outer Rim Charity Base. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgekauft. Ihr macht heute hier die Lichtschwertschule. Was bringt ihr den Kindern denn bei? Wir bringen den Kindern unter anderem bei, wie man das Lichtschwert richtig hält. Beim Wirbeln ganz weit oben, damit man halt die Kontrolle noch weiter darüber hat. Und falls man rutscht, immer noch hat. Und beim Kämpfen halt beide Hände dran, dann halt insbesondere die 5 Grundschläge. Ja. Warum macht man sowas? Also ich bin ja großer Star Wars-Fan selber, aber ich bewundere Leute immer, die sich da hinstellen, sie dann verkleiden und das machen. Aber was treibt da einen Menschen an, sowas zu tun? Also zum einen ist bei uns der Charity-Faktor sehr hoch, dass wir eben gerne Leute unterstützen bei karikativen Unternehmungen. Zum anderen, warum machen wir die Lichtschwertschule? Ja, ich glaube, es ist fast jedem so gegangen, der als Kind die Filme gesehen hat. Man war halt begeistert von diesem Lichtschwert und hat gedacht, oh, super, das möchtest du auch können. Ja, und irgendwann ist die Gelegenheit mal da gewesen, dass man so Lichtschwerter kaufen konnte oder so wie wir es machen, die auch selber baut. Und dann haben wir das in die Tat umgesetzt. Und wir haben uns dann auch überlegt, was könnte denn man machen, damit die Leute nicht nur was zum Gucken haben, sondern auch selber mal aktiv werden können. Und deswegen sind wir dann auf die Idee gekommen, mit der Lichtschwertschule den Leuten also wirklich zu zeigen, nicht nur Kindern, wir machen es auch für Erwachsene, wie man mit dem Lichtschwert richtig arbeitet, damit die auch mal wirklich selber so damit umgehen können, wie man es im Film sieht. So, da sieht man ja hier gerade, da wird auch schon fleißig trainiert. Ja. So. Ihr baut die Lichtschwerter aber auch tatsächlich selber. Ja. Und ja, wie viel Stunden braucht das, bis so ein Lichtschwert fertig ist? Es ist unterschiedlich. Es gibt Lichtschwerter, die mal in wenigen Minuten fertig sind, weil das mal eben schnell ist. Aber es gibt auch Lichtschwerter, zum Beispiel das Kylo-Lichtschwert, was mein Freund halt gemacht hatte. Er baut die meisten halt, die da draufstehen. Das war so knapp 2 Wochen. Aber die werden an der Werkbank gedreht oder wie wird das? Das sind komplett fertige Alurohre, die steckt er nur zusammen. Ah, okay. Meine Drehbank hat er selber nicht, die Elektronik und so baut er aber komplett selber rein und macht alles. Aber sonst ist alles halt komplett Eigenbau. Die meisten sind halt, wie man, so nah wie es geht, am Originallichtschwert dran gemacht. Aber auch einige dabei, die halt eigene Inspirationen sind. Habt ihr dieses Jahr noch irgendwas, wo man euch sehen kann? Könnt ihr mal ein bisschen Werbung für euch machen zum Abschluss noch? Ja, auf jeden Fall. Eigentlich der größte und wichtigste Termin für uns oder 2 große wichtige Termine. Das ist einmal die Dokon in Dortmund. In der Eissporthalle, aber, ja. Genau, in der Eissporthalle. Ganz, ganz wichtiger Termin, ganz tolles Event von unseren Freunden, den Star Wars Fans Dortmund.
Dortmund. Die hatten letztes Jahr 5-jähriges Jubiläum. Ich kann es wirklich nur empfehlen, dorthin zu gehen. Eine ganz tolle Veranstaltung, klein, familiär, überschaubar und für jeden was dabei. Und für uns selber ganz groß und wichtig, in der Turbinenhalle in Oberhausen, die Power of the Force. Naja, es gibt da noch eine Veranstaltung, die du vergessen hast. Und zwar die Anotopia in Lüdinghausen. Das ist halt auch wie so eine, also einige kennen jetzt zum Beispiel halt die Elfia aus Holland. Und das ist halt die deutsche Version sozusagen davon. Wo halt alles mögliche auch aufeinander trifft. Das ist auch eine super klasse Veranstaltung mit. Besonders halt auch, halt eigentlich mit der Grund, warum wir das hier bei den Crate Riders mit unterstützen, ist halt, sie sind sehr gute Freunde von uns, seit längerem mit. Und irgendwann hatte uns mal ein Mitglied von ihnen halt mal gebeten und gefragt, ob wir die nicht mal übernehmen können, die Lichtschwertschule für sie. Und seitdem machen wir das halt und unterstützen die halt auch immer gerne und auch viele andere Gruppen. Ein bisschen hier Zucker hier, Mauern. Das ist aber hart, ey. Ja, da haben wir heute leider kein Glück. Mein Totemtier hat sich etwas zusammengekauert da in der Lücke. Es sind auch zu viele Leute hier, dann kommen die nicht so gerne raus. Ne? V-Tier, das ist ja mein Lieblingstier. Aber wie gesagt, zusammengekauert, heute mal kein Faultier-Action. Sonst immer, aber jetzt, ja, heute, ja toll. Alle acten nicht irgendwie. Der V, der hat nicht geactet und das Faultier jetzt auch nicht. Wissenswert, das mit dem Gorminister, ne? Giganten der Vorzeit oder Urzeit. Ich wollte ja früher mal Archäologe werden. Tatsächlich war das mein erster Berufswunsch. Und ja, so sahen Faultiere vor keine Ahnung wie vielen Millionen Jahren aus. Die waren nicht so faul und träge, die waren riesengroß und haben mega Pranken gehabt und haben alles kaputt gemacht. Die haben sofort direkt zack ausgeholt, nächste Sekunde Gulasch. Da meine Mitbringen-Bier jetzt erschöpft sind, habe ich mir so an der Bude eins geholt, hier Ping. Ist aber eine Schweinerei, ne? Da gehst du dahin, bezahlst du 3 Euro, eben 2,50, hier kostet das 3 Euro. Unterschiedliche Preise im Park drin. Und was ist jetzt hier mit dem DSD? Ich habe jetzt hier zwei Kronenkannen geholt. Ach nee. Kleinen. Ja, für die Kleinen habe ich jetzt auch, keine Ahnung, 5,80 Euro gezahlt. Habt ihr jetzt eins? Und wir, ja, hier. Jetzt nimm. Haben wir eins über. Ja. Und wir ist eh das Verdammt, bessere jetzt, Bier. Jetzt kriegt sie das Kronen. Ja, Vergleich. Pech gehabt. Konntest ja nicht warten, ne? Ja, nee. Und ich nur, es war so wir groß. Wir müssen die Flaschen zurückgeben. Hier, Prostata, ne? Flaschen zurückgeben. Charity, heute bei der Tombola, worum geht's? Klärt mich mal auf. Bärengehege, ne? Das Bärengehege. So, jetzt haben wir hier, heben wir das mal hier auf. Hier, 2 Euro, das hauen wir jetzt mal rein hier. So, geben wir mal der Dame. Jetzt hier, ich nehme aber von unten. So. Mach das auf. Da war ja eben so ein schönes Ding auf Karte, aber das ist leider weg. Oh. Nee. Ja, und es ist jedes Mal, wenn ich das mache, hier, warte, hier, kommt, zieht euch der hier. Da ist wieder hier, so kommt wieder die Wut hoch. Weißt du, auch bei der Dokon hast du auch gedacht, so, ja, tust mal was Gutes hier, hol dir mal los hier. Vielleicht gewinnt man was, aber man gewinnt halt nie was. Hier haben wir den Daniel von der Galactic Academy und ihr macht hier diese Tombola. Ich habe leider nicht gewonnen, naja, macht nichts. Und ihr spendet die ganzen Einnahmen für das Bärengehege. Ja, genau. Gibt es da einen Grund, warum man sich denkt, so, ja, Bärengehege, warum nicht? Ich komm hier aus der Ecke. Und das ist, wenn man den Bären da hinten kennt, der hat ein kleines Gehege, der ist alleine. Und damit da endlich was vorwärts geht, haben wir gesagt, wir unterstützen mit der Tombola und unserem Schießstand drüben den Förderverein. Wie viel Kohle muss man zusammenbekommen, dass das da was wird? Das weiß ich gar nicht. Ist auf jeden Fall, was steht da angeschlagen? Jeder Euro zählt, habe ich ja gesagt. Jeder Euro zählt. Okay. Aber da kann man ja bestimmt nicht so mit 100 Euro, kommt man bestimmt nicht weit. Irgendwie. Das ist, wir hoffen ja nicht, dass es hier nicht nur bei 100 Euro bleibt. Ah, sehr, sehr gut. Also ja gut, 2 Euro hat auf jeden Fall mehr, auch wenn es so niedrig war. Ist für guten Zweck. Ja, das ist auf jeden Fall immer gut. Das fällt mir so und so auf bei diesen ganzen Star Wars Leuten, die machen sehr viele Charity-Aktionen. Und ihr hier jetzt auch. Ja, entweder Charity oder für Kinder. Ja. Das ist immer wichtig, ne? Ja. Gibt es heute noch Kinder, die werden ja heute alle mit Handys groß und so weiter und so fort, die heute noch so große Augen kriegen, wie wir damals, als wir das gesehen haben? Also, wir sehen hier. Unsere beiden. Wir sind extra für Kinder bis 17 Jahre ein weltweiter Verein und da sind unsere Kadetten, hier ist einer unserer Kadetten und kriegst du große Augen, wenn du Star Wars siehst? Auf jeden Fall. Wie ist das so, wenn man einen Vater hat, der Star Wars Fan ist, wird man dann da so reingeboren oder hat man da selber auch Bock drauf? Ich fürchte, mein Vater ist kein Star Wars Fan, der gehört nicht zu mir. Ach so, Entschuldigung. Ich sehe immer bei Star Wars, ich bin dein Vater. Oh. Der Java da vorne, das ist mein Sohn. Ach, das ist dein Sohn, okay. Der Kleine da hinten, die ist
gerade in Zivil, das ist meine Tochter, meine Frau und das dritte Kind. Oh, dann herzlichen Glückwunsch dazu. Okay, dann habt ihr da ja auf jeden Fall alles richtig gemacht. Ja. Und du bist noch so zugezogen. Genau. Ja. Vielen, 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 vielen Dank und ja, viel Spaß noch. Am Sack am dran sein. Am Sack am dran sein, Alter. Besser als an der Foot, ey. Ich brauch Bier. Jetzt haben wir hier den Marco, der ist der Organisator von dem Ganzen. Und das gibt es jetzt schon 10 Jahre lang. Hier, habe ich gehört. Genau, 10 Jahre gibt es. 9-mal haben wir es durchgeführt, weil wir es letztes Jahr wegen den starken Stürmen leider kurzfristig absagen mussten. Ja, haben wir heute Glück, ist das Wetter zumindest bewölkt. Das geht ja dann. Bewölkt, die Sonne kommt zwischendurch durch, der Wind lässt ab und zu nach, es geht, ja. Merkt man eigentlich, dass wenn hier so Star Wars ist, dass der Zulauf von den Leuten mehr wird im Zoo, oder? Definitiv. Wir haben ja für die Veranstaltung eine Zeit ausgesucht, in der eigentlich relativ wenig Leute in den Zoo kommen. Und man merkt schon, dass die Besucherzahlen höher sind als an einem durchschnittlichen Tag in dem Monat. Ja. Das hat mich auch so gewundert, weil ich denke mir so, oh, warum macht ihr das am 1. März? Ist ja wettertechnisch nicht so toll. Habt ihr mal überlegt, dass wir den Sommermonat das verlegen? Ja, das Problem ist, in den Sommermonaten kommen halt schon viele Besucher in den Zoo. Dann würden wir, wenn wir dann noch die Veranstaltung machen, eventuell Gefahr laufen, dass der Zoo zu voll wird, zu überlaufen oder dass sich halt die Besucherzahlen nicht großartig erhöhen. Wir wollen ja die Besucherzahlen erhöhen, weil das eine der Auflagen ist, dass der Zoo nicht privatisiert wird, sind bestimmte Besucherzahlen pro Jahr. Außerdem kommt hinzu, der Zoo hat ja selber auch schon viele Veranstaltungen und im Sommer sind auch überall an jeder Ecke viele Veranstaltungen. Deswegen glauben wir einfach, dass wir ein bisschen konkurrenzloser sind, wenn wir so früh im Jahr starten. Wir hatten auch schon Glück mit dem Wetter. Manchmal haben wir halt auch Pech, aber das ist nun mal. Im August könnten wir genauso gut einen Regentag erwischen. Seht ihr euch selber so auch als Con oder ist das so einfach ein Spaß-Event, wo ihr denkt, so ja komm, das kostet ja nicht so viel, ein paar Pavillons hier hinzustellen und Spaß? Ja, als Con eigentlich weniger. Man merkt halt, wir haben nicht das typische Con-Programm. Wir haben hier nicht die Schauspieler sitzen, die Autogramme geben. Wir haben hier nicht einen Verkaufsstand neben dem anderen. Es ist mehr so ein Präsentieren von Star Wars Vereinen. Es kommen ja auch viele andere Vereine, die hier ihre Infostände aufbauen. Und hauptsächlich als Familienveranstaltung, dass die Kinder. Also wir haben mehr Kinder- und Familienpublikum als wirklich die großen Nerds und Sammler. Und deswegen sehen wir uns mehr so als Familienveranstaltung. Ja, jetzt haben wir mit dem Organisator gesprochen und stehen hier am Würstchenstand und schwitze, weil ich kämpfe. Nein, hier, wir haben noch mal Ping, ne? Deswegen ist das halt nicht für Kinder. Weil hier auch Alkohol verzehrt wird in diesen Videos. Und jetzt gibt's noch eine Bratwurst. Wenn er schon irgendwelche Wurst, Alter. Oh, lecker Wurst noch, lecker. Ja, das war. Star Wars Tiere im Zoo Dortmund oder wie die Veranstaltung hieß, weiß ich gar nicht. Tiere aus Star Wars im Zoo Dortmund? Egal, das war's auf jeden Fall für heute. Ich trinke jetzt noch mal ein Bier aus auf dem Weg nach Hause. Ja, schöner Sonntag. Eben hätte ich mir beinahe noch so ein Plüsch-Faultier gekauft, weil ich Faultiere total. Aber 26 Euro sind. Nein, das bezahlen wir nicht. Vielleicht kauft mir das meine Frau demnächst, wenn wir im Zoo sind. Die kann dafür bezahlen. Ich sag, zu viel Internet ist ungesund, zu viel Fernsehen ist ungesund, zu viel Social Media ist ungesund. Und wir machen jetzt mal hier abschalten, ne? Abschalten. Tschüss. Ist